schlechtes Wetter, aber ziemlich viel Zug hier am Mittwochvormittag im Vormittagstraining an der Eldershöhe. Timo, wie war die Einheit? Ja, knackig, wie immer, drei Tage vorm Spiel. Wir haben intensiv gearbeitet. War eine gute Einheit. Wetter war eklig, aber wird am Samstag wahrscheinlich auch erwarten. Erwarten tut euch ein auch starker Gegner. Erzgebirge Aue seit 4 Spielen ungeschlagen. Du kennst die Mannschaft gut, grundsätzlich aus Zweitliga-Zeiten. Was ist das für eine Truppe aktuell? Auf was müssen wir uns einstellen am Samstag? Ja, ich glaube, sie sind schwierig in die Saison gekommen und jetzt in die letzten 4 Spiele 10 Punkte geholt. Sie sind wieder so, wie ich sie eigentlich kenne, eklig, schwer zu bespielen. Und es wird ein harter Gang, den wir am Samstag gehen müssen, aber ich bin da optimistisch. Optimistisch kann man auch sein. Die letzten 5 Spiele gewonnen, eine Serie, die wir beim VfL Osnabrück seit der Aufstiegssaison 18-19 nicht mehr gesehen haben. Dieses Selbstvertrauen, was ihr euch aktuell erarbeitet habt, ist das aus deiner Sicht rein ein Ergebnis Selbstvertrauen, das ihr euch einfach über die Spiele erarbeitet habt, oder ist das auch einfach dieses Selbstvertrauen, was man sich im Training holt? Denn ich finde, die Mannschaftsteile insgesamt harmonieren mittlerweile sehr gut miteinander. Ich glaube, sowohl als auch. Wir trainieren halt oft in der Woche und da ist es auch wichtig, dass da jeder Gas gibt, sich Vertrauen holt, Tore schießt, ich zum Beispiel gut verteidige, und dann kommt es natürlich auch auf die Ergebnisse am Wochenende an, und das ist auch mit das Wichtigste. Dafür trainiert man, dass man am Wochenende 3 Punkte holt, und ja, so kommt eins zum anderen und zurzeit läuft das gut. Wir erwarten auch am Samstag eine große Kulisse, rund 12.000 bis 13.000 Zuschauer. Wie wichtig ist auch in so einem Spiel, eben, wo man einen Gegner erwartet, der ebenfalls mit breiter Brust nach Osnabrück kommt, wie wichtig ist da die Fanunterstützung? Ja, wie immer, sehr wichtig für uns. Das tut uns einfach unfassbar gut. Unsere Fans sind Wahnsinn, und wir freuen uns riesig auf das Heimspiel. Wieder eine geile Kulisse, und dann wollen wir die 3 Punkte zu Hause behalten. Ehrlich, geht der Blick eigentlich mittlerweile manchmal auch auf die Tabelle, dass man sich denkt, Mensch, wir haben ganz schön was zu gewinnen gerade? Ja klar, wir sind einfach erstmal froh. Vor 5 Spielen waren wir völlig unten im Schlamassel mit drin, und wir haben uns da jetzt durch die Serie rausgeboxt. Wir freuen uns jetzt einfach auf Aue, und dann schaue ich am Samstagnachmittag wieder auf die Tabelle, und ich hoffe, kann mich noch mehr freuen. Wir schließen einen Trainingsbeitrag mit einem Spieltipp. Eule, wie geht's aus gegen die Veilchen aus Sachsen? 2-0. Danke, mein Lieber. Weiterhin gute Woche. Danke.